Man hatte eigentlich vor dem Tod weniger Angst. Man hatte mehr Angst davor, schwer verwundet zu werden. Und man hatte Angst davor, in sowjetische Gefangenschaft zu geraten. Das Problem ist, mit der Angst fertig zu werden. Das ist das Problem. Einer, der keine Angst hat, muss dumm sein. Muss man Angst verdrängen? Nein, nicht verdrängen, sondern man muss sie bewältigen. Verdrängen nützt nichts. Das kommt dann wieder nachts im Traum. Oder wenn man aufwacht, kommt es wieder. Verdrängen nützt nichts. In der Zeit 44 im Sommer ist Ihr Sohn hier geboren. Waren Sie ein glücklicher Vater? Gab es dafür Zeit? Natürlich hat es dafür Zeit gegeben. Das ist keine Frage der Zeit. Die Liebe zwischen Mann und Frau und die Liebe zwischen Mutter und Kind oder Vater und Sohn hat nichts mit der verfügbaren Zeit zu tun. Überhaupt nicht. Viel Zeit bleibt nicht. Im Winter 1944-45 stirbt Helmut Walter Schmidt an einer Gehirnhautentzündung. Im Februar 45 schlagen sich Helmut und Loki zu seinem Grab nahe Bernau durch, trotz der drohenden Gefahr durch die schnell vorrückende Front um Berlin. Das heißt, Sie waren 45 am Grab und dann noch mal 40 Jahre später, 85. Seitdem nicht mehr. Ja. Ja, der Junge ist auch nur ein halbes Jahr alt geworden. In einer Biografie, die erschienen ist, nach unserem letzten Gespräch, schreibt der Autor, das Kind sei behindert gewesen. Was meint er damit? Das ist ein zutreffender Ausdruck. Ich habe nicht die Absicht, darüber zu reden. Und was man mittlerweile auch weiß, ist, dass Sie neben dieser einen Tochter, die ja heute in England lebt, dass Ihre Frau etliche Fehlgeburten hatte. Das heißt, Sie wollten eine wesentlich größere Familie haben als die Sie hatten. Ja, hat aber nicht so sein sollen. Wie haben Sie das verarbeitet? Muss man hinnehmen. Klingt einfach. Ja. Ist es das? Für den Vater sicherlich einfacher als für die Ehefrau. Also für den Ehemann sicherlich etwas einfacher als für die Ehefrau. Ihr Mann wird mit dem Satz zitiert, ich beneide Menschen, die Enkelkinder haben. Tun Sie es auch? Ja. Aber ich habe mir Mühe genug gegeben, nach 5 Fehlgeburten und einem als Säugling gestorbenen, sind wir froh, dass wir eine Tochter haben. Heute könnte man sicher was dabei machen. Wir müssen das so nehmen, wie es nun mal gekommen ist. Darüber wollen wir mal nicht länger weiterreden. Sie sind dadurch nicht härter geworden durch diese Erfahrung. Wie bitte? Sie sind nicht härter geworden durch diese Erfahrung, obwohl das ziemlich schwierig gewesen sein muss in dieser Zeit. Was heißt härter? Das Leben läuft weiter. Jeden Tag kommt ein neuer Tag, mit dem man ja irgendwie fertig werden muss. Ein paar Monate vor dem letzten Interview in der Corinna Klosterschenke kollabiert Loki im Hamburger Haus. Schmidt ist zu dieser Zeit unterwegs in Asien. Gib mir eine Tasse Brühe mit einem Ei drin. Ja. Haben Sie keine Angst, wenn Sie noch so viel reisen, dass etwas... Ich reise nicht mehr viel. Sie reisen immer wieder? Nein, ganz ziemlich selten. Ganz viel weniger als früher. Insbesondere seit dieser Geschichte da, während meiner Ostasienreise. Ich bin immer nur noch ein paar Tage weg gewesen. Das hat mir einen tiefen Schreck eingejagt. Denn ich rief meine Frau an aus Tokio und ich frage, wie geht es dir? Und sie sagt, ich liege am Boden. Sie lag wirklich auf dem Fußboden und ganz allein im Haus.
Die Zeitungen schrieben, sie hätten eine ganze Nacht alleine gelegen, hilflos am Boden. Ja, nun sind Sie ja auch ein bisschen journalistisch angehaucht. Sie wissen doch, was da los ist. Das macht sich doch so schön. Also mit anderen Worten, es stimmte nichts davon. Mache ich den Eindruck, als ob ich aus dem vorletzten Loch pfeife? Nein. Er hört nie auf. Er hat kaum ein Buch fertig. Schon beginnt in seinem Hirn das nächste zu reifen. Nein, das ist schon erstaunlich, welche Lebens- und Schaffenskraft er noch hat. Warum macht er das alles noch? Weil er sich wohl, denke ich mir, nicht als Rentner vorstellen kann, der in alten Korthosen in seinem Garten in Langenhorn die Rosen beschneidet. Wie heißt der Titel des Buches, das Sie veröffentlichen wollen, 2008? Der gegenwärtige Arbeitstitel heißt Helmut Schmidt außer Dienst. Den habe ich aber nicht erfunden, den hat jemand anders erfunden. Ich habe ihn bisher als Arbeitstitel akzeptiert. Waren Sie jemals außer Dienst? Ja, seit 1982. Ich habe das Gefühl, Sie sind immer noch im Dienst. Wenn Sie so wollen, fühle ich mich im Dienste der moralischen Prinzipien, denen ich mich verpflichtet weiß. Das ja, aber nicht im Dienste des Staates oder im Dienste irgendeiner Macht oder der Kirche oder einer Partei, meiner Partei. Insofern nicht im Dienst, nein.